Liebe Freunde, herzlich willkommen zurück hier bei Stray. Und wir sind jetzt hier in den Slums angekommen. Da hinten fegt ein Roboter scheinbar den Boden. Muss ja auch sauber sein. Wobei, er macht hier, wenn ich mir den Boden so angucke, keinen wirklich guten Job. Er könnte die Mülltüten ja wesentlich wieder an die Seite räumen. Aber nun gut. Dann gucken wir mal, was er so macht. Ist eine Katze, wir katzen uns langsam ran. Hallo, ich bin Mietz. Das ist jetzt nicht nett. Warum Alarm? Alarm! Du hast deinen Besen vergessen, jetzt kannst du nicht weiter aufräumen. Könnt auch mal die Wände wischen, ne? Oder streichen, irgendwie sowas. Ihr seid Roboter, warum braucht ihr Klimaanlagen? Was ist das hier? Wieder 11. Oktober. Also am 11. Oktober war scheinbar hier der letzte Tag, wo hier Leben war. Oder heute ist der 11. Oktober, ich weiß es nicht. Aber deine Totenstadt ja auch überall 11. Oktober war und da wird keiner die Kalenderblätter abreißen, denke ich mal, dass der 11. Oktober wirklich das Datum war, an dem hier alles den Bach runterging. Was ist das denn da? Hi! Dann ab in die Garage und du stellst dich mir, du bist der Anführer oder was? Mit deinem Stab. Ein sehr gefährliches Biest. Kann ich hingehen? Könnte ich, ja. Das ist aber kein Sternenhimmel, dafür ist das Zug. Zu kreisrund, das ist eine Kuppel oder sowas, ja? Und das führt nach oben. Scheinbar ist. Ah, ich glaube, der Fahrstuhl ist auch im Arsch da oben, ne? Nun, ich geh mal hin, gucken, was du zu sagen hast. Ja gut, dann reden wir mit dem. Ich kann mich hier nicht umgucken. Nein, ich bin kein Zurg. Sind Zurgs diese fleischigen Hamster oder was? Ihr kennt keine Katzen? Habt ihr keine Bilder mal gesehen oder Bücher oder sowas? Nein, ihr schmeckt ja auch nicht. Ist ja nur Metall und Kabel und... Ja. Okay, ich wurde also jetzt willkommen geheißen. Ich darf mich hier so ein bisschen rumstreunern. Der Alarm ist auch aus. Sie kommen alle wieder raus und irgendwie, das ist die Uhr. Das hier wundert mich. Normalerweise wieder ja ein Datum angezeigt, ne? Sind wir so weit in der Zukunft, dass, kein Datum mehr angezeigt wird. Ach, keine Ahnung.
kratzt bei ihm mal ein bisschen. So, wir können, vielleicht können wir mit ihm noch mal ein bisschen reden. Mit dem Wächter sprechen, klar. Was brauchst du? Hier, Postkarte, zeichne die mal. Okay, da soll ich hingehen. Gut, dann wollen wir das mal machen. Ich denke mal, wir können hier vorne über die Lüftungsanlagen da hochspringen, irgendwie. So, guck, ist doch einfach. Darf ich hier eben irgendwie dran vorbei? So, das Gebäude. Oh, sorry. Noch kaputt gemacht. Ich bin so ungeschickt. So, wir müssen da irgendwie von da geht's hoch. Nein, nicht wieder runter. Hey du, aufwachen. Gut, dann irgendwann vielleicht. Wir müssen ja auch wieder raus hier. Das ist also Momo. Hi. Willst du? Das. Er ist ganz allein. Toll. Okay, andere Notizbücher finden. Was gibt's hier noch? Oh, ein Bild. So, hier gab es irgendwie eine Erinnerung, die haben wir jetzt eingesackt. Können wir uns in der Wohnung noch ein bisschen umgucken, vielleicht gibt es hier noch was. Kühlschrank ist nichts, ja, ist ja auch ein Roboter, der müsste eh nichts essen und trinken. Eine alte Kaffeemaschine. Eine Tüte. Och ne. Jetzt kann ich die Katze nicht mehr richtig steuern. Also es ist invertiert. Rechts ist links, links ist rechts.
Oh nein. So, was haben wir noch hier? Oh, wo sind wir hier? Abstellkammer. Notenblatt. Dahinter ist noch ein Licht. Muss nichts bedeuten, aber ich kann auch nicht da hoch, okay. Ach, ich kann die Musik umschalten, sehr schön. Was ist das? Was? Ich kann nicht nach oben. Ah. Okay, das ist also die Stadt. Zylindrisch, eine Kuppel. Ja, hast du schon viel rausgefunden? Was haben wir hier? Können wir hier kratzen? Bringt aber nichts. Wir haben halt noch ganz viele Flatten. Was ist das? Die Erde ist der dritte Planet von der Sonne und es sind sich Masse und Durchmesser der fünf großen. Ja, das kommt wohl ungefähr hin, denke ich. Okay, wissenschaftlicher Kram. Dann würde ich sagen, gehen wir da mal hin, ne? Obwohl, das auch. Diese Gesichter, da müssen wir also schauen. Da ist auch noch eins. Wie viel? Vier Notizbücher müssen wir finden, ne? Eins haben wir schon. Dann haben wir hier eins, zwei und da unten wahrscheinlich noch eins. Da, drei. Dann ist das jetzt unser Ziel. Fangen wir also mit dem da hinten an, mit geradeaus. So, schauen wir mal, ob wir hier noch ein Notizbuch finden. Zigaretten, hier war auf jeden Fall ein Raucher. Hier ist nichts. Mach ruhig alles kaputt. Stört eh keinen mehr. Werk mit alter Wäsche. Oh, noch ein Notenblatt. Strom hat der Computer auf jeden Fall noch. Das Notizbuch von Clementine haben wir auch. Was, was? Okay. Kann ich die Tastatur benutzen? Ne. Haben wir hier also alles? Notizbuch und das andere Buch?
Gehen wir denselben Weg wieder raus, den wir gekommen sind. Da hinten ist der Aufzug, da oben ist das andere. Kommen wir da jetzt am besten hin? Gar nicht. Wir können hier aufs andere Dach. Ne, können wir nicht. Oh, was macht ihr denn beiden? Was macht ihr denn? Ja, aber ich wollte auch ein bisschen erforschen hier mal. Oh, wir können um seine Beine streicheln. Das fühlt auch noch niedlich. Okay. Kann ich mich hinlegen? Oh, erstmal ein bisschen ausruhen. So, mit dir könnte ich auch noch sprechen. Okay, die beiden haben nicht so viel zu erzählen. Geht's hier noch hin? Ich kann überall kratzen. Wo sind wir hier? Das ist eine Bar oder? Oh ja. Eine Bar. Hi. Mit der Kugel spielen? Ja, geil. Weg ist sie. Oh, was ist das? Ich kann mir was merken. Die haben sich also Rammriegel in Wasser eingetunkt. Was ist das? Jakob ist Mitarbeiter des Monats. Nein, ich will nichts. Hier ist das Billy. Hi. Das Bild habe ich nicht mehr. Okay, was hat er? Dem kann ich gar nichts machen. Was ist das? Olaf 7. 1, 2,
8-3. Mehr gibt's hier nicht. Ach, ihr beide, okay, da war ich ja schon. Wer seid ihr? Ja, ganz schick. Okay, sie will Stromkabel haben, dann könnte sie mir auch einen Schal stricken. Omas Kleidung. Na, wer bist du denn? Kann ich mit dir? Okay, geht scheinbar nicht. Hi. Okay, die Weichen sind wahrscheinlich die Menschen. Wir haben sie erschaffen. Sie sind für immer gefangen. Das ist natürlich doof, ne? Von hinten komme ich ja, ne? Hier komme ich scheinbar auch nicht mehr zurück, ne? Ne. Was kann ich hier gucken? Der blinkt auch. Hä? Energy Drinks? Oh, nett. Okay, kann ich auch nichts mit anfangen. Ich komme nirgends woanders hin. Manchmal kann man einfach irgendwo draufhüpfen, um des Draufhüpfens willen wahrscheinlich. Hi, wer bist du? Und Notenblätter haben wir ja schon welche gefunden. Dann wollen wir schon die erste Nebenaufgabe wahrscheinlich. Jungs, ach die. Ja, kratzen wir mal weiter. Okay, wir dürfen nicht rein. Bei denen waren wir ja, glaube ich, schon. Thank you.
Okay. Ach, hier ist die Bar. Hier waren wir ja schon. Hier. Nein. Okay, hier geht es bestimmt irgendwo weiter. Mit dem haben wir ja schon gesprochen. Also wir können uns den da hinten mal angucken, da waren wir ja noch nicht, ne? Oh, was machst du denn? Du bewachst das Bier hier scheinbar. Oder ist wieder so ein Automat? Ha! Noch ein Döschen. Oh, Fernseher angemacht. Ah, dieses Video wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, weil ich ja dies kapitelweise jetzt mache. Notenblätter. Von da kommen wir ja. Oh, Tresor benutzen. Okay, wir brauchen irgendwas. Um den Tresor aufzumachen. Sieht irgendjemand was? Okay, jetzt haben wir den Schlüssel für den Safe auf jeden Fall. Er ist hier nicht. Okay, ein Notizbuch fehlt uns noch. Das haben wir schon gelesen. Wir können hier drauf.
Ach, hier können wir uns hinlegen. Oh, niedlich. Ja, schon ein bisschen ausruhen wieder. Die Kamera fährt raus. Zeigt sie noch irgendwas gleich? Dann machen wir weiter. Wir haben jetzt noch ein Buch gefunden. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo wir waren. Waren wir da oben? Oder waren wir hier hinten? Ich glaube, wir waren da. Wir waren da hinten. Gucken wir erstmal, was das mit dem Farbeimer hier ist. Vielleicht können wir da auch noch irgendwas auslösen. Och nö. Aber es wird hier unten aufregen, denke ich mal, weil. Aha, da ist er, ja? Ups. Wir müssen jetzt wieder darüber kommen. Wie hoch? Nee. Da scheint nichts mehr zu sein. Der ist auch so ein Automat. Auch schick. So, Energy Drink. Wer bist du? Ah, wir haben noch Notenblätter. Okay. Thank you.
Was habe ich denn da jetzt gefunden? Der Code für den Safe. So, wir haben noch mehr Notenblätter. Ich gebe dir mal noch eins. Ich kann die leider nicht alle auf einmal geben. So, ein Binärcode. Bist du? Und was hast du hier anzubieten? Drei Dosen Energy, wie viel haben wir überhaupt? Reinigungsmittel. Ja, guck mal, geben wir ihm eine. Wir haben ja zwei davon. Drei sogar. Mit drei könnten wir auch das hier kaufen. Sind jetzt alle weg? Ja. So, ich brauche Spiritus, dafür kriege ich Kabel. Was machst du hier? Du machst auch noch was? Ich könnte mir natürlich vorstellen, Spiritus könnten wir vielleicht kriegen, weil wir haben hier die Farbe darunter geschmissen, dass die das jetzt sauber machen will und dafür Spiritus nimmt. Und dann kriegen wir Spiritus und dafür kriegen wir dann Klamotten von der Oma genäht. Muss ich nur diese Stelle wiederfinden, wo die beiden Damen Kram werfen waren. Ah, hier. Kann ich da reingehen? Hihihi. Sind wir in der Wäscherei? Hier wird es wahrscheinlich Spiritus geben, ne? Ja. Ich glaube, mehr gibt es ja auch nicht, ne? Dankeschön. So, wo war dieser Kram jetzt? Da ist der Musiker. Nein, eine Papiertüte wollen wir uns nicht wieder auf den Kopf setzen. So, ah, geht er weg.
So, Satz klar. Was? Wir brauchen nur eine Dose Energy, damit wir das kriegen können. Die finden wir wahrscheinlich auch noch irgendwo. Jetzt müssen wir wieder zur Oma. Hier ist er nicht, aber wir können ihm noch mal ein Notenblatt geben. Hier haben wir noch welche. Halt. Da ist Oma. Und jetzt? Kann ich ihn auch anziehen? Oder den brauchen wir einfach irgendwo für? Das kann natürlich auch sein. Das? Der kann es bestimmt den Binärcode übersetzen. Hi. Jetzt kann ich ihn sprechen. Elliot, der ist da drüben. Was haben wir hier? Moment mal. Wie viele Tagen? Ich brauche mal eben meinen Taschenrechner. Zwei, fünf, vier, vier, acht, sieben, fünf, 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 sechs. Geteilt durch 365. Die leben da schon 7 Millionen Jahre. Das ist krass. 7 Millionen Jahre leben die Menschen. Natürlich sind die Menschen schon lange nicht mehr da. Zack, noch ein Notenblatt gefunden. Halt, wir können das Radio doch wieder anmachen, oder? Was haben wir hier? Festplatten. Können wir wieder kratzen? Oh, was zu merken, wieder eine Erinnerung. So, nächste Erinnerung. Was haben wir hier?
Ah, hier kann ich jetzt raus. Will ich aber nicht. Ich musste mir ja noch diesen Ding da zeigen. Hackerman. So, wo ist der Gegenstand? Da. Dafferbar? Okay. Okay, dann gehen wir mal in diese Bar. Praktisch, dass sie gleich hier ist. Ach, das ist bestimmt der Code. 1283, merken. Sorry. Ne, von hier kommen wir, ja? Habe ich mit dir schon gesprochen gehabt? Was brauche ich denn? Hier. Okay, sucht einen anderen Wächter. Das hatten wir ja schon. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ach ja, ich wollte diesen Tresor. 1827. Oh Scheiße, habe ich vergessen, wie das war. Noch mal eben nachgucken. 1, 2, 8, 3. So, und dann hier ist er auch nicht. Andere Seite vielleicht. Hier war er, genau so, zack. 1, 2, 8, 3. Noch ein Notenblatt. Gehen wir mal wieder eins, wir sind mal wieder hier. So, jetzt fällt mir nichts mehr ein, was wir noch machen können. Wir können hier mal gucken. Hier waren noch mehrere Leute zum Sprechen da, oder? Okay, der nichts. Okay, scheint sich also auch zu reproduzieren. Wenn die ja 7 Millionen Jahre sind schon und der ist erst knapp 400 Jahre alt. Macht sie wütend.
Hä? Farben unterscheiden? Ach nee, wir wollen nicht kratzen. So, ich glaube, wir müssen mal wieder nach oben. Wir müssen ja noch eine Wohnung durchwühlen. Nebenbei können wir ihm, wir haben ja noch ein Notenblatt, das können wir ihm geben. So, ich brauche auf jeden Fall noch ein Energy Drink. Irgendwoher. Damit ich noch ein Notenblatt kaufen kann unten bei dem Händler. Die Frage ist jetzt, wo war ich denn schon? Da war ich auf jeden Fall schon. Da war ich, glaube ich, auch. Da müssen wir noch hier hin. Da kann man auch noch irgendwas machen. Ich guck mal. Ich glaube, da gibt es kein wirkliches Ziel, aber es sah aus, wo man da hin könnte noch. Ich bin wieder viel zu sehr damit beschäftigt, hier alles zu erkunden. Ah, nein! Aber doch richtig, glaube ich. Vielleicht hier irgendwo eine Dose Energy rum. Oh, Erinnerung auf jeden Fall noch. Okay. Das sind auf jeden Fall kleine Erinnerungen und große gibt es auch noch. Scheinbar hier gibt es scheinbar nichts mehr da hinten. Es gab eine Seilbahn hier hinten von da oben. Nicht darüber. Ah. Weg damit. Wo liegen jetzt hin? Da. Nee, ich muss von da dahin. Hier ist nichts. Alles. Hier gibt es nichts zu tun.
Hier können wir eine Batterie übersetzen. Okay, wir können die Stromversorgung. Kappen, indem wir die Batterie da rausnehmen. So, hier muss ja irgendwo das letzte Buch liegen. Wir können mal trinken. So, wollen wir hier durch? Nein, wollen wir nicht. Brauchen wir wahrscheinlich später als Ausgang, weil wir das oben ja kaputt gemacht haben. Schicke Bilder. Die gleichen, glaube ich, in der ganzen Welt. Alter, liegt noch was? Ah! So, dann mal ab zurück zu Momo. Schwebte die Dose hier. Mehr gab es jetzt nicht, ne? So Notenblätter oder so. Sonst sehe ich ja auch nichts. So, Momo wohnt da oben. Sagen die denn jetzt hier Tollpatschigkeit? Nicht irgendwie, das scheint wohl öfter schon passiert zu sein. So, hier hoch. So, Momo. Ich habe alle gefunden. Ich habe das andere auch gefunden. Habe ich Ihnen eins vergessen? Ah. So, der repariert wahrscheinlich jetzt oder tut das jetzt. So, dann komme ich mal mit. Dann machen wir das mal. Da oben soll ich hin. Dann mal los. Katzenfahrstuhl. Oder Katzenseilbahn.
Oh, wie niedlich es aussieht. Die Dächer. So, nächster Kapitel. Oder nächster Level. Und da hinten sind auch die kleinen Fleischhamster, die Zurks. Gut, dann würde ich sagen, nächstes Video, endlich. Hat, glaube ich, eine Stunde gedauert jetzt oder so. Vielleicht, wenn nicht, sogar noch länger. Also, macht's gut, liebe Freunde. Ich bin raus. Tschüss.